In diesem Video geht es um den sogenannten elastischen Stoß. Bei einem elastischen Stoß bleibt die kinetische Energie eines Systems unverändert. Die kinetische Energie kann dabei unterschiedlich auf andere Körper verteilt werden. Es findet aber keine Umwandlung in andere Energieformen statt. Ein Beispiel für einen beinahe perfekten elastischen Stoß ist ein Stoß zweier Metallkugeln. Wir gucken uns folgende Situation an. Wir haben jetzt eine Kugel mit der Geschwindigkeit V1 und eine weitere Kugel mit der Geschwindigkeit V2. Die rote Kugel, die erste Kugel, hat eine Menge an kinetischer Energie E-Kin1. Und die zweite Kugel hat eine kinetische Energie E-Kin2. Insgesamt ergibt das eine Gesamtmenge an kinetischer Energie aus diesem Energietopf und aus diesem Energietopf. Die Kugeln fliegen aufeinander zu, das bedeutet, irgendwann stoßen sie zusammen. Und im nächsten Bild gucken wir uns an, wie eine Verteilung von den Geschwindigkeiten und der kinetischen Energien nach dem Stoß möglicherweise aussieht. Wir haben die neuen Geschwindigkeiten U1 und U2. Und nun kommen wir zu den kinetischen Energien. Die sind jetzt anders verteilt, und damit es klar ist, dass es sich um neue Energien handelt, nenne ich sie E-Kin1 und E-Kin2. Was sich aber nicht verändert, ist die Gesamtenergie. So, die habe ich jetzt hier mit dem Strich markiert, aber wir sehen in dem neuen Gesamtkinetischen Energietopf befindet sich die gleiche Menge Energie, und wenn das gegeben ist, sprechen wir von einem elastischen Stoß. Nun können wir uns folgende Frage stellen: Wie kann man die neuen Geschwindigkeiten U1 und U2 denn berechnen? Bei einem elastischen Stoß gilt der Energieerhaltungssatz in einer verschärften Form. Und zwar, wenn wir die kinetische Energie des ersten Körpers plus die kinetische Energie des zweiten Körpers summieren, entsprechen diese beiden Energien zusammen den kinetischen Energien nach dem Stoß. Das können wir also auch ausschreiben. 1/2 m² mal V1² plus 1/2 m² mal V2² ist gleich 1/2 m² mal U1² plus 1/2 m² mal U2². Und diese Gleichung möchte ich mit GL1 bezeichnen. Das soll einfach für die erste Gleichung stehen. Außerdem gilt der Energieerhaltungssatz, also und der Impulserhaltung, um den Satz hier oben fortzusetzen. Also wenn wir die Impulse vor dem Stoß addieren, erhalten wir die Impulse nach dem Stoß. Und auch das kann man ausschreiben. M1 mal V1 plus M2 mal V2 entspricht M1 mal U1 plus M2 mal U2. Und diese Gleichung möchten wir Gleichung 2 nennen, abgekürzt GL2. Wir haben also zwei Gleichungen, zwei Unbekannte. Das ist die erste gute Nachricht. Wir haben zwei Gleichungen, um die zwei Unbekannten U1 und U2 zu bestimmen. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht dabei. Und zwar, die Gleichung 1 ist eine sogenannte nichtlineare Gleichung. Der Grund ist, wir haben unsere Unbekannten dort als Quadrate, also U1 steht da zum Quadrat, U2 auch zum Quadrat. Und das bedeutet in der Regel, dass man solche Gleichungen nicht immer leicht lösen kann. Teilweise gibt es auch mehrere Lösungen oder gar keine Lösungen, und es gibt keinen vorgegebenen Weg, wie man diese Gleichung, das Gleichungssystem umformen kann, dass man zu einer vernünftigen Lösung kommt. Bei diesen beiden Gleichungen, die hier vorliegen,
haben wir zwar Glück, dass es auch möglich ist und dass es auch mit Stift und Papier möglich ist. Ich möchte an dieser Stelle aber eine andere Möglichkeit zeigen und hier ein Computeralgebra-System, abgekürzt CAS, verwenden, um diese beiden Gleichungen nach den unbekannten U1 und U2 aufzulösen. Mittlerweile gibt es ganz viele Anbieter von CAS-Software. Ich habe mich hier entschieden für die Variante von GeoGebra, einfach unter geogebra.org. Hier kann man sich die Software entweder herunterladen oder es so machen, wie ich das jetzt tue. Man kann die Online-Version wählen, unter CAS-Rechner einfach draufklicken und wir bekommen nun unseren Taschenrechner. Was ich hier noch mache, ich verschiebe diesen Balken nach rechts. Der Grund ist, wir brauchen eigentlich nur hier diese linke Seite. Und damit es besser verfolgt werden kann, was ich gerade eintippe, mache ich hier einen dunklen Hintergrund. Ich lasse nämlich anzeigen, welchen Tasten ich benutze. Und mit einem dunklen Hintergrund kann man es besser sehen. Also als erstes definieren wir eine Gleichung. Jetzt kann ich mir einen Namen dafür aussuchen, zum Beispiel GL1 für die erste Gleichung, Doppelpunkt. Und jetzt schreiben wir einfach diesen Energieerhaltungssatz, 1/2 mal M1 mal V1 zum Quadrat plus. Jetzt versuchen wir das Ganze hier zu recyceln. Ich markiere das einfach. So, jetzt müssen wir nur noch hier Index 1 gegen 2 ersetzen. Und hier die 1 gegen 2. Und auch hier können wir die Sachen nochmal verwenden. Die rechte Seite der Gleichung sieht fast genauso aus. Wir müssen hier nur die V's durch U's ersetzen. Also das ist U1, 2. Und an dieser Stelle haben wir U2 zum Quadrat. Okay, das ist unsere Gleichung 1, die wir unter dem Namen GL1 gespeichert haben. So, ich schaue nochmal drüber, aber es sieht nicht so aus, als ob ich jetzt einen Fehler gemacht habe. So, die erste Gleichung ist da. Das blende ich hier mal aus. Brauchen wir es mal nicht. So, dann die zweite Gleichung. Das ist jetzt der Impulserhaltungssatz. Also M1 multipliziert mit V1 plus M2 multipliziert mit V2 ist gleich M1 multipliziert mit U1 plus M2 multipliziert mit U2. So, nochmal drüber schauen, das sieht gut aus. Und jetzt sagen wir, liebes Computeralgebra-System, löse mal dieses Gleichungssystem nach U1 und U2. Und entweder nimmt man jetzt das deutsche Wort oder das englische. Ich entscheide mich für das englische, also solve. Und jetzt kommen unsere beiden Gleichungen in geschleiften Klammern rein. Die erste Gleichung ist GL1, die zweite Gleichung GL2. Und wir wollen das Ganze nach U1 bzw. und U1, U2 auflösen. Und wenn wir jetzt Enter drücken,
und ich mich nirgendwo vertippt habe, sollten wir das Ergebnis bekommen. So, da ist das Ergebnis. Es gibt zwei mögliche Lösungen. Entweder U1 ist gleich V1 und U2 ist gleich V2. Das wäre jetzt eine mögliche Lösung, wenn die Körper nicht miteinander stoßen, dann verändern sich einfach diese Geschwindigkeiten nicht. Das ist auch eine richtige Lösung, aber das ist nicht die Lösung, die uns interessiert. Uns interessiert die zweite Lösung, die GeoGebra ausgegeben hat. Man kann U1 ausrechnen, indem man jetzt M1 mal V1 minus M2 mal V1 plus 2 mal M2 mal V2 rechnet und das Ganze durch die Summe beider Massen teilt. Und analog dazu U2 ist gleich 2 mal M1 V1 minus M1 mal V2 plus M2 mal V2 geteilt durch die Summe beider Massen. Fassen wir es also zusammen. Für die Geschwindigkeiten U1 und U2 nach dem Stoß gilt: U1 ist M1 mal V1 minus M2 mal V1 plus 2 mal M2 mal V2 geteilt durch die Summe der beiden Massen, also M1 plus M2. Und für die Geschwindigkeit U2 haben wir im Zähler M2 mal V2 minus M1 mal V2 plus 2 mal M1 mal V1. Und auch hier teilen wir das Ganze durch die beiden Massen zusammen, also M1 plus M2. Kommen wir zu einem Beispiel. Nehmen wir die Massen M1 1 Kilogramm und M2 4 Kilogramm und diese stoßen zentral und elastisch zusammen. Vor dem Stoß betragen die Geschwindigkeiten 4 Meter pro Sekunde bei der Masse M1, deshalb nennen wir diese Geschwindigkeit V1. Und die zweite Geschwindigkeit soll bei minus 3 Metern pro Sekunde liegen. Und an den Vorzeichen erkennen wir, dass die Kugel entgegengesetzt sind. Und diese Aufgabe können wir jetzt direkt mit Hilfe der Formel hier oben lösen. U1 ist 1 Kilogramm mal 4 Meter pro Sekunde minus 4 Kilogramm mal 4 Meter pro Sekunde plus 2 mal 4 Kilogramm mal minus 3 Meter pro Sekunde geteilt durch 1 plus 4 Kilogramm. Wenn wir das ausgerechnet haben, bekommen wir minus 7,2 Meter pro Sekunde. Und bei U2 erhalten wir, wenn wir einfach die Zahlen aus der Aufgabenstellung einsetzen, eine Geschwindigkeit von minus 0,2 Metern pro Sekunde. Ob wir jetzt richtig gerechnet haben, würde ich gerne in einer Simulation überprüfen. Hier verwende ich die Software AlgoDo. Die gibt es für Windows und Mac kostenlos im Netz. Eine iPad-Version kostet um die 2,50 Euro, soll jetzt aber hier keine Werbung für diese Software sein. Also die Windows- und Mac-Version sollte ausreichen. Übrigens kann man das mit Wine auch unter Linux zum Laufen bekommen. Genau, also was wir brauchen, sind zwei Massen, die sich aufeinander zubewegen. Als erstes schalte ich hier den Luftwiderstand aus und die Gravitation, weil das Dinge waren, die wir jetzt in unseren Formeln gar nicht betrachten. Und schalte ein Koordinatengitter ein, um meine Massen besser zu zeichnen. Ich mache sie einfach quadratisch, also hier ein Quadrat. Und da ein Quadrat, das sind jetzt die beiden Massen. Okay, mit Rechtsklick kann ich jetzt vielleicht einmal das Aussehen verändern. Machen wir das so Richtung Gelb. Unter Material kann ich die Masse auswählen. Die Masse M1 war 1 Kilogramm. Und jetzt wollen wir den elastischen Stoß haben. Das bedeutet, wir setzen die Reibung auf 0. Und die Stoßelastizität auf Maximum, also auf 1. Und jetzt noch die Geschwindigkeit in x-Richtung. Diese soll 4 Meter pro Sekunde betragen.
Nun gehen wir zu der zweiten Masse, die Masse M2. Auch hier können wir die Farbe vielleicht ändern, meinetwegen auf Rot. Unter Material verändern wir die Masse, die sollte 4 Kilogramm sein. Die Reibung auf 0, weil wir keine Wärmeverluste haben wollen, und die Stoßelastizität auf 1. Und die Geschwindigkeit minus 3 Meter pro Sekunde, weil die Masse ja in Richtung der gelben Masse sich bewegen soll. Okay, dann können wir gleich die Simulation starten. Vielleicht schalten wir erstmal das Koordinatengitter hier aus. Dann fliegen die Massen aufeinander zu. Nach dem Stoß stoppe ich die Simulation, und dann schauen wir uns an, welche Geschwindigkeiten haben nun die beiden Massen. Also auf einmal Start und Stopp. So ein bisschen rauszoomen müssen wir. Okay, die Masse M1 hat jetzt eine Geschwindigkeit von minus 7,2 Metern pro Sekunde. Das stimmt schon mal. Und die Masse M2 hat eine Geschwindigkeit von minus 0,2 Metern pro Sekunde, und auch das stimmt.